Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine liebsten Nähhelfer Teil 2. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Los geht's mit diesem mega praktischen Mini-Bügeleisen. Ja, man kommt damit halt wunderbar in jede kleine Ecke rein. Es heizt richtig schnell auf und hat sogar Dampf dabei. Genau, den kann man da oben einstellen. Das ist halt perfekt, wenn man am Kragen in kleine Ecken möchte oder eben einfach mal schnell am Tisch irgendwo was umbügeln möchte. Oder so ein paar kleine letzte Falten noch entfernen möchte. ja, mega praktisch. Kann natürlich auch ein großes nehmen, aber das ist eben handlicher, kleiner und kommt halt in jede kleine Ecke rein. Und wofür ich das total praktisch finde, hier kommt dann schon das Saumlineal oder Saummaß aus dem letzten Video, das verlinke ich hier mal. Und ich benutze ja gerne das Saumband, das jetzt unten drunter ist, ne? Und man kann hier eben gucken, das Saumband ist jetzt 2 cm breit. Ich kann das Saummaß wieder nehmen und eben unten den Saum am Stoff direkt gleich umbügeln. Und das geht mega praktisch und schnell mit der kleinen Variante. Genau, also umschlagen, den Saum schon mal vorbügeln. Das Maß hat man eben perfekt durch das Saummaß. Und dann, das kann man hier natürlich auch mit einem Reisebügeleisen machen, also da muss man jetzt nicht die Variante nehmen, aber wenn ihr ein anderes zu Hause habt, geht das auch super. Aber wenn das jetzt hier vorgefalzt ist, dann kann eben da das Saumband dazwischen und kann einfach zwischen Saum und Kleidungsstück gebügelt werden. Das Schöne ist, habe ich ja schon öfter in meinen Videos gezeigt, das fixiert schon mal. Und man kann dann natürlich später nochmal drüber nähen und den Saum wirklich unten befestigen, aber man muss es eben nicht unbedingt, also je nach Stoff, ne? Und gerade bei ganz feinen, leichten Stoffen ist es so, dass das schon mal wirklich perfekt hält oder eben auch in Ecken, wo man nicht so super rankommt mit der Maschine, wie am Beleg oder so, ne? Also da benutze ich das auch immer ganz gern. Sieht schon mal toll aus, hält, und wenn man jetzt noch schön sauber an der Kante nochmal lang näht, dann hat man es optimal und dauerhaft befestigt. Ich bin ja Stecknadel-Fan, aber diese Wonderclips hier, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, die mag ich auch sehr. Gerade bei bestimmten Stoffen, wo eben die Stecknadeln nachher Schäden im Stoff hinterlassen und ja, oder eben den Stoff direkt kaputt machen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen hier, dass es die in verschiedenen Größen gibt. Wenn man jetzt wie hier zum Beispiel bei dem Utensilo-Schnittmuster unten am Stoffbruch ist, dann machen sich diese kleinen Wonderclips ganz super. Aber wenn man eben ein Stückchen Stoff noch dazwischen hat und weiter nach innen muss, dann sind diese langen Clips total klasse. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel so Wachsstoffe vernäht, ne, dann sind die halt perfekt, weil sie eben keine Löcher im Stoff machen und man eben auch super ja, an das Schnittmuster rankommt und ganz perfekt ausschneiden kann. Ne? Genau. Und meinen anderen schönen Nähhelfer, den ich auch mal ausprobiert habe und mega praktisch finde, das ist Karl. Den hast du oder ihr habt ihr jetzt auch gerade schon gesehen. Karl ist zum Zuschneiden gedacht und wird an die vorhandene Stoffschere eben per Magnet anmagnetet und ja, kann dann benutzt werden. Und das ist total easy und einfach. Und zwar, wie gesagt, du nimmst deine Schere, klickst Karl daran, das hält per Magnet und dann kannst du hier deine Nahtzugaben weiter einstellen. Ne, da siehst du die Kreise und diese Kerben da drin sind immer 1 cm Abständen drauf. Und wenn du jetzt eben hier in die erste Kerbe den Karl einstellst, dann schneidet er dir alles mit
1 cm Nahtzugabe zu. Und das ist mega praktisch. Du kannst ihn ganz einfach auch auf die andere Seite umklicken. Und das funktioniert halt richtig gut. Ne? Klar, ein bisschen Übung muss man haben, aber hier von oben wird dann kahl am Schnittmuster lang geführt und man kann dann ganz einfach ausschneiden. Also finde ich wahnsinnig praktisch. Und gut, der hier gehört jetzt Vanessa, die ganz lieb war und das Video mitgedreht hat. Ich glaube, ich brauche auch einen. Ich muss mal gucken. Gibt es auch in ganz vielen tollen Farben, ne? Für uns kleine Nerds in Pink und in Mint. Und ja, also, ne? Das Auge näht mit. Als letztes habe ich Stylefix ausprobiert. Gut fixiert ist schnell genäht, genau. habe ich schon viele tolle Sachen drüber gehört und muss sagen, ich finde es auch klasse. Das ist quasi ein doppelseitiges Klebeband zum Nähen. Und das ist natürlich gerade dann perfekt, wenn man hier so an fummeligen Teilen ist und die vorher befestigen möchte, bevor man sie annäht, damit sie nicht verrutschen. So wie jetzt zum Beispiel am Reißverschluss. Und ja, das ist auch hier wie beim doppelseitigen Klebeband eben erst das Stylefix auf den Stoff auflegen. Mit der einen Seite, dann klebt es, dann oben abziehen. Jetzt sieht man hier, so ein bisschen fummelig ist es, aber das kriegt man relativ schnell raus, wie das funktioniert. Und dann kann eben der Reißverschluss schon mal fixiert werden und ist so fest, dass er dann beim Nähen nicht verrutscht. Das kann mitgewaschen werden. Ich glaube, das löst sich sogar auf. Also ja, total praktisch. An diesen Stellen, aber eben auch, wenn man schon mal Stoff miteinander verbinden möchte. Ne? Also kann ich nur empfehlen. So, und das war's dann auch schon wieder für heute. Falls ich was vergessen habe, dann bitte gleich unten in die Kommentare noch eintragen, dass ich es unbedingt mal ausprobiere. Und ansonsten folgen ab nächste Woche wieder Nähanleitungen. Und ich habe bei meinem Newsletter gefragt, was gewünscht wird. Und es ist die Hose Cosimi, die kommen wird, die Bluse Greta, nochmal die Blusenliebe mit Biesen. Also da kommen jetzt nochmal viele coole Sachen. Genau, also unbedingt abonnieren, die Glocke für die Benachrichtigung aktivieren und ich verlinke hier nochmal das Video von Teil 1 und dann bis zum nächsten Mal.